Für uns geht's jetzt wieder auf den Ungaroring, aber zumindest eine Änderung nehmen wir vor. Ja, das Wetter soll sich ändern, aber wir fahren im Sauber, würde ich sagen. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Grand Prix 4. Trocken soll es sein. Mal gucken, ob das auch so kommt. Mal gucken, ob die in der Kurve 1 auch so abschmettern. Ach, fliegen. Schmetterlinge fliegen auch, also passt das mit dem Schmettern. Gut. Ich habe mal nachgeguckt. Den Aquapark, den gab es 2001 noch nicht. Und er heißt Aquarena. Aqua und dann Rena. Arena, das A von Aqua und Arena. Vereinnahmt zu einem Wort Aquarena. Und wurde 2003 eröffnet, der Aquapark. So, Runde 1 in Kurve 1, alles tutti frutti. Bin nochmal gespannt, ob die eine andere Linie fahren. Jetzt vielleicht noch nicht zu sehen. Entschuldigung. Weil es noch Runde 1 ist. Aber mal gucken, wie es dann fortlaufend ist. Welche Linien fahren die in den ersten beiden Kurven? Und trägt die in Kurve 1 gerne mal raus. Raus. Nein, hier geblieben. Ja, zur Linken. Da ist gerade nichts, aber hier auf dem Hang da oben wird ab 2003 dann Aquarena stehen. Diese Wasserrutschen. Eieiei. Ist ja alles so trocken hier. Das ist Alonso vor uns, oder? Der hat schon eine Riesenlücke nach vorne. Und der vor ihm ist nicht sein Teamkollege. Und zweite Minardi ist nicht weit weg. Das ist meine Problemkurve gewesen bisher. Kurve 1 war die Problemkurve der Konkurrenz. Boah, der Minardi greift den Benetton nach vorne an. Zweikampf kann man die Linie nicht für voll nehmen, denn da wird eine andere Linie gefahren. So, hier. Entschuldigung, fahr vor. Oder bleib vorne, besser gesagt. Zum Glück habe ich nicht auf die Wiese geschickt. Aber hier wird weiterhin eine Außenlinie gefahren. So, wird die Kurve extrem bescheuert. Warum leuchten die blauen Lämpchen? Habt ihr das gesehen? Auf dem Lenkrad haben die blauen Lämpchen geleuchtet. Ja, jetzt der Himmel bewölkt. Dieses Knotengebilde, das gibt's heute noch. Sieht man das von hier? Ist unserer Linken steht das da bei der Boxeneinfahrt. Ah, eine Kamera noch ein Stück nach rechts, dann könnte man es vielleicht sehen. Können wir mal so starten? Zumindest die ersten Meter können wir mal so fahren. Ja, schnell weg. Oh! Das Auto und gelbe Spiegel, das sieht cool aus. Da sieht man das mit Grün gar nicht. Oh, hier kommt Wasser. Hier kommt Wasser. Wir haben Visier. Wasser auf dem Visier. Tropfen auf dem Visier. Der Minardi hat Bock zu überholen. Mann, hier geht's aber zu. Wo kommt denn das Wasser her? War überhaupt nicht vorhergesagt. Die Wettervorhersage stimmt ja gar nicht. Das ist ja voll realistisch. Dieses Grand Prix 4 ist gut. Eiskalt genutzt und auf der 18. Boah, dieser Arrows, der sieht so schön aus. Irgendwie wie so ein Tigger mit den Streifen, mit den schwarzen. T-E-W-G-R. Michael Schumacher 21.0 ist ja aber auch nur Runde 1. Das wird noch besser.
Entschuldigung. Da habe ich ihm zu wenig Platz gelassen. Ja, auch hier wird verdammt weit außen gefahren. Fiese Keller. Genauso hier. Damit bekommen sie die nächste Kurve nicht günstig. Bevor wir ins Kiesbett geschickt werden, ziehe ich hier lieber zurück. Das könnte uns auf jeden Fall mehr Zeit kosten, als es bringt. Und dass es mehr kostet, ist wahrscheinlicher. Die Lücke von Bennett ist leider schon sehr groß. Wir müssen hier vorbei. Es gibt hier drei Blautöne im Feld. Hellblau, mittelblau und dunkelblau. Nicht so. Oh, er verbremst sich da vorne. Kann man bei uns nicht direkt sagen, weil wir rauchen praktisch in jeder Kurve. Ach hier. So, Schwung holen und den Windschatten setzen. Jetzt endlich vorbeifahren, bitte. Sehr schön. Im Trocknen haben die hier keinen Bock, in Kurve 1 abzufliegen. Aber schön, dass die KI im Regen auch vermehrt Fehler macht. Man sieht sie zwar nicht kämpfen, im Sinne von, das Heck bricht aus. Mal so nebenbei, wir haben gar kein Visier mehr auf dem Wasser. Keine Tropfen mehr auf dem Visier. Ja, aber liegt ja auch gewissermaßen an der Technik. Ich meine, hier wird mit Traktionskontrolle gefahren. Früher war alles besser. Nee, wie man mit Traktionskontrolle fahren konnte, wie man das erlauben konnte, verstehe ich bis heute nicht. Das habe ich schon als Kind nicht verstanden. Und insofern war früher nicht alles besser, aber früher war alles anders. 17,6. Oh, vor dem Arrows ist ja weit und breit niemand. Gucken, ob wir dann so bald wieder jemanden vor uns sehen. Wenn wir den Arrows mal gepackt haben. Wer ist es denn? Mal gucken. Da fährt jetzt schon gleich die Kampflinie. Na eher stärkere Kampflinie. Sah schon ziemlich wüst aus. Bernoldi. Eieiei, was mache ich denn? Also, kommt hier da jemand vorbei? Wir haben Tropfen auf dem Visier. Boah, der ist ja weit weg. Es kommt keiner vorbei. Wo sind die denn alle hin? Da hinten erst. Okay. Das Wasser wieder her. Ist das schon die Bewässerungsanlage für Aquarena? Wird hier schon getestet? Da hat der in Anführungszeichen Aquapark ja nächstes Jahr dann sein 20-jähriges 2003 eröffnet. 2023 dann 20 Jahre alt. Zumindest habe ich die Info mit 2003 vom Wikipedia-Eintrag, den es auf Ungarisch gibt, den habe ich mir übersetzen lassen. Da stand zwar 2003, das konnte ich schon erkennen, ohne Übersetzer, aber ich habe halt nicht verstanden, was da herumstand. Vielleicht stand da, die Planung begann für dieses Stück, für diesen Anführungszeichen Park 2003. Insofern, ich war nicht da und habe nachgefragt, wann das Ding eröffnet wurde. Ich habe im Internet geguckt, ja. Bisschen zu schnell. Boah, zu viel Randstein. Muss ich erstmal auf die Bremse steigen. Sehr traurig, wie einfach vor Bernoldi weit und breit nichts ist. Wir sind zu lahm.
Da vorne ist niemand zu sehen. Ich meine jetzt nicht den Bernoldi, den klammer ich nicht aus, aber vor ihm in den Kurven konnten wir niemanden wahrnehmen. Den greifen jetzt auf der Geraden an. ...7,4 ist der Jaguar weg. 7,4 Sekunden. Mal gucken, wie viel das weniger wird, wenn ich gut fahre. 7,4. Hier unten in Ungarn, in der Senke, gab es mal eine Schikane. Mhm. Hoppala. Na. Hoppla. Nichts passiert. Es ist immer so geil, eine 360-Grad-Drehung hinlegen und einfach weiterfahren können. Besser geht's nicht. Hui. Schön den Asphalt beschmiert. Und weiter geht's. Ah, der Sauber ist schon schick von der reinen Form her, aber dieses Mintgrün, das gefällt mir nicht. Habe ich das schon erwähnt? Wie sah das? Hat Bernoldi das noch gesehen? Bitte, bitte. Ja. Oh, das sieht so cool aus auf der Strecke. Und das Tolle ist, das bleibt. Es ist nicht in zwei Runden wieder weg wie bei Codemasters, es bleibt. Ich denke mal, der Abstand zu Della Rosa wird größer sein als 7,4 Sekunden. Ich weiß auch nicht, woher ich das habe, aber ich habe da so eine Ahnung. Oh, 7,3. Okay, hat mich verahnt. Könnten wir richtig dick aufholen, wenn ich mal eine ordentliche Runde hinlege. Der erste Gang kam wieder zu spät. Hätte ich die Kontrolle gehabt, ich hätte ihn schon längst eingeworfen. Diese Spur. Schön, diese Spur rennen. Und alle sind neugierig. Oh, was ist da passiert? Nachgucken wollen. Abschnitt, ich schätze mal. 5,7 jetzt. Weniger. Da sind sie ja schon. 19.0er Rundenzeit, merke ich mir. Oh, beinahe zu viel Randstand, habe ich schon etwas Gas rausgenommen. Nicht, dass wir uns jetzt gleich wieder drehen, das muss nicht sein. Regnet immer noch. Oh, da sind 4 Autos. Cool. Jetzt bloß nicht verkacken. Und sich wieder von der Gruppe entfernen.
3, 5er Abstand, sage ich. 19, 3. Ah, recht zu früh gebremst. 2, 9, okay. Tut mir die meiste Zeit, machen wir in den ersten beiden Kurven gut. Und hier in der dritten noch, das sind schön viele Autos. Abstand nach hinten schon 7,3 Sekunden auf Enrique Bernaldi, den Brasilianer. Oder den Brasilianer, besser gesagt. Ja, der erste dieser Vierergruppe hat sich wieder etwas abgesetzt. Mann! Sie nicht zu schnell rausfahren, ansonsten drehen wir uns noch. Mann. Aber einmal nicht aufgepasst, schon wusch. Hat uns jetzt eine gute Runde gekostet. 21,8. wieder der Abstand. Oh, gebremst. Hätte ich mich nicht mit der Bremse beschäftigt da außen, dann hätten wir uns gedreht. Was mit der Bestzeit wieder möglich gewesen wäre, wenn wir die konstant gefahren hätten. Also 10 von 23. Vorsicht! Ja, habe ich nochmal kurz Gas rausgenommen. Hier fliegt aber auch gerade keiner ab. Also fällt mir gerade so auf, es fliegt keiner ab und es fällt keiner aus wegen irgendeiner Technikgeschichte. Nö. Was mache ich denn? Echt Dödel. Die Spur beim Anfahren, beim Anbremsen auf die Kurve da rechts ist auch schon ganz schön dick. Steht jemand, war das der da rosa? Franzen sitzt vor uns, ja, scheint so. Aha. Im Nassen sind die Fehler einfach gehäufter. Wie schön die Kurve aber auch fällt, sieht man jetzt gerade nur schön. Hier, wenn der da rosa sich dreht, wie es hier nach oben geht. Schade, einer der Vierergruppe ist weg. Naja, wir hätten uns schon längst mit ihm duellieren können, wenn ich es nicht hier und da verkackt hätte. Zweier Abstand. Mann, der Abstand nach hinten ist auch wieder kleiner geworden. Es waren mal 7,3. Ja, schon zu schnell rein. Hier die Spur hier rechts. Die ist von uns. Da bleibt der vordere rechte Reifen stehen. Und zwar konsequent und immer in etwa auf einer Linie. ...18,6, ja schön. Das könnte die beste Zeit überhaupt sein für uns persönlich. 18,66 Zoll. Thank you.
Ist auch gerade wieder eine Bestzeit. Eine Bestzeitenjagd. Schaffe doch. Nur noch zwei, die zusammenfahren, das waren mal vier. Einer hat sich gedreht. Einer ist wohl abgehauen. Ach, Zehner, nein. 19, 2 nur. Mist. Heidfeld jetzt vor uns, okay. Duellieren sich jetzt wieder Frenzen, jetzt wieder Heidfeld. Boah, das kostet Zeit. Hey, ich hab mich schon lange nicht mehr vertan in der Kurve. Da ist jemand im Sauber-Sandwich. Finde überholt Deutschen. Hoffentlich bald. Der Windschatten misst das Seat. Den dunkelblauen etwas auf der Geraden. Hallo, Quick Nick. Meiner Meinung nach ist Heidfeld auch zu früh aus der Formel 1 raus. Also, nicht, dass er nicht mehr wollte, aber er hat kein Cockpit mehr bekommen, genauso wie Sotir und auch Hülkenberg zum Beispiel. Das wär's gewesen, den Teamkollegen abschießen. Timo Glock habe ich auch vergessen. Das sind ja immer die Deutschen und Wehrlein ja genauso. Gibt es auch ein paar andere Fahrer, wo ich sage, die sind zu früh aus der Formel 1, die haben bloß kein Cockpit mehr bekommen. Grosjean würde ich sagen. Ansonsten. Gutierrez zum Beispiel nicht. Ericsson. Giovinazzi. Ja. Wobei ich ihn etwas niedriger ansiedle als die deutschen Fahrer. Liegt es daran, dass es deutsche Fahrer sind? Kann sein. Ah! Oh, oh, oh. Darf ich nicht noch weiter zumachen? Okay, ja, das ist ein sehr schön. Voilà, Wagen herum. Jetzt kann sich Heidfeld wieder etwas absetzen. Da freut sich Frenzen, dass er wieder näher kommt. Guck mal, Frenzen, die Spuren hier sind von uns. Meiner Meinung nach hat natürlich auch Kimi viel zu früh mit der Formel 1 aufgehört. Heidfeld schon ganz schön weit weg. Runde 16 von 23 beginnt jetzt. Müssen wir wieder ran.
Fisichella, gut, ist halt so eine Sache, er hat ja schon ein gewisses Alter erreicht. Fisichella ist auch für meinen Geschmack zu früh, ist der Formel 1 raus. Kovalainen zum Beispiel, genau. Der ist auf jeden Fall zu früh, ist der Formel 1 raus. Bei sehr erfahrenen Fahrern ist es dann halt so eine Sache, weil da ist es dann eher mit dem Karriereende gleichzusetzen, weil das dann einfach nahe liegt. Ich sehe jetzt mal zu ernsthaft an den Heidfeld wieder ranzukommen. Nehme ich hier Janker und huiuiui, das war knapp. Mich eben selbst mit Gedanken ablenken. Umso schwieriger wird das gegen den Teamkollegen. Ein unglaublich ruhiges Rennen, oder? Der La Rosa hat sich gedreht, wir haben uns gedreht und das war es. Noch keiner ausgeschieden und auch sonst haben wir nichts Großartiges bemerkt. Das ist das komplette Gegenteil vom letzten Rennen. Da war richtig viel Dampf im Kessel. Könnte meinen, er hat gerade den Heckflügel geöffnet. DRS-Einsatz von Heidfeld in der letzten Kurve. Der ist nach vorne. Was? Michael Schumacher ist aus dem Rennen. Was ist denn da kaputt am Auto? Oh. Hinten links. Fahrzeug verloren. Hier. Greift das Skript. In der Kurve haben wir das noch gar nicht gesehen. Häkkinen in der nächsten, ja. Eieiei. Wurde von seinem Teamkollegen gejagt, unter Druck gesetzt und dann ist er ausgeschieden. Das passiert sogar dem Besten. Ach du Scheiße. Oh, 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 oh. Das Ding rollt auf die Straße. Oh, oh. Auf der Mauer. Und jetzt? Der nächste? Kommt jetzt die Pause? Nee, es rollt vorbei. Wir müssen erstmal zu uns zurück. Wir gucken da gleich nochmal nach, ob es jemand getroffen hat. Ich denke mal, das ist gerade über die Straße, über die Strecke gerollt. Der nächste war der Minardi. Alonso. Der Dreck, der von seinem Teamkollegen ist, scheiße, ey. Ah, schon längst wieder drüben das Rädchen. Ja, aber einen sehen wir nicht, das Zeug weg. Gelber Flaggenmann haut ab, weil Feierabend. Und der 19 beginnt gleich ein bisschen noch zu weit weg vom Teamkollegen. Knackig. Okay, jetzt sehen wir ihn nicht wieder. Mist. Durchaus schneller als der Teamkollege, aber zu fehleranfällig und nicht konstant genug.
aber ich gebe auch den Heidfeldmann nicht auf. Wenn ich jetzt richtig gut zulege, dann wird das vielleicht noch was. 20 Sekunden fast, der De La Rosa hinten. Gut, er hatte seinen Dreher, aber dass ihn kein weiterer bekommen hat. Ich meine, er war ja mal mit Heidfeld und Frenzen in einem Dreikampf, Vierkampf mit noch jemand anderem, mit dem Irvine womöglich. Oh Mann. Vier Runden noch. Jetzt hängt Heidfeld fest, wird aufgehalten. Das ist sehr gut für uns. Jetzt kommt er vorbei. Aber Alonso könnte uns ja auch aufhalten. Frenzen fährt schon wieder Kampflinie. Oh, was war das denn? Ich konnte nicht so einlenken. Also ich habe nicht zu spät eingelenkt, es ging einfach geradeaus. Aber keine schmutzige Luft, die er uns da verpasst hat. Und damit ist halt, denke ich, wieder zu weit weg. Jetzt wird Frenzen aber massiv aufgehalten. Jetzt kommen wir wieder deutlich ran. Gucken, ob Alonso ihn auf dem nächsten Stück gerade vorbeilässt. Nach der rechts hier. Besonders lang ist es ja nicht. Nee, er wird ihn weiter aufhalten. Oh, fies. Das kostet richtig viel Zeit für Frenzen. Wir bekommen den Menardi auf der Geraden. Der ist ja immer noch hinter ihm. Eieiei. Wir ziehen gleich mit. Ja, wunderbar. Damit können wir Frenzen angreifen. So, zwei Runden noch. Sehr spät gebremst. Zum Glück sind wir nicht in ihn rein. Er hat jetzt auch nicht zu spät gebremst. Ansonsten hätten wir uns ja auch weit außen getroffen. Und womöglich beide abgeschossen. Das ist schon wieder die nächste Überrundung. Die könnte im Mittelsektor den Heidfeld wieder treffen. Ja. Wird ja wohl nicht Irvine sein. Das sind Benetton. Jetzt sind drei unterschiedlich blaue direkt hintereinander auf der Strecke. Also vier Autos und drei davon unterschiedlich. Ich habe blaue Farbe. Ah, nicht gut rein. Heidfeld wird massiv aufgehalten. Dann wird das gleich wie bei Frenzen werden, weil er hier nicht vorbeikommt, schätze ich. Er versucht es, aber kommt nicht vorbei, ne? Ja. Boah, fies. Dabei bekommt der Herr blaue Flagge gezeigt. Wollen wir uns mal nicht beschweren. Lass uns mit vorbei. Ja, sauberle. Passt jetzt im Team. Hallo Heidfeld. Na? Boah, der bremst gut. Ich habe jetzt nicht ganz so spät wie letzte Runde gebremst, aber auch nicht viel, viel früher. 0,0 Abstand. Ich will jetzt nicht ungeduldig werden. Auf Stadtziel könnte das ein sicheres Überholmanöver werden. Wenn ich es hier irgendwo probiere, fliegen wir eher ab von den Narrows. Eieiei. Kampf um Platz 11. Der eigentlich erste Platz ohne Punkte nach aktueller Punkterechnung. Vorletzte Runde. Nur noch. Vielleicht spielt der Arrows gleich das Zünglein in der Reihe. Benetton. Jetzt hat Heidfeld aber auch leichten Windschatten.
Leicht ist gut, er wird immer besser. Ah, wir haben keinen. Was war jetzt mit ihm los? Er hat ja früh abgelassen. Da war ein 11-1 weg. Was machst du denn hier? Jetzt lernen wir das auch mal kennen. Rennen sie durch Ralf Schumacher. Was hat Hedfeld da getrieben? Das war ja traurig. Er war in einer besseren Position als letzte Runde. Dem wurde es einfach zu eng, okay. Oh, wenn er Platzangst hat, dann kann ich nichts dafür. Jetzt nicht noch irgendwie weghauen. Ich meine, wir haben das ja schon geschafft, zum Beispiel in Monza. In der letzten Kurve, in der letzten Runde. Er raucht. Ja genau, macht dazu. Jetzt versuche ich es auch mit dem Angriff hier, es könnte schief gehen. Oh, er ist immer noch neben uns. Aber wir bekommen den Blau-Flaggen-Zeigbekommer. Er ist die Konkurrenz, die hätte hier noch mit dem jeweiligen gekämpft. Gut, vom Teamkollegen knapp ins Ziel gekommen mit vielen, vielen Fehlern und einem Dreher, aber das hat gar nicht so viel Zeit gekostet. Und was lernen wir aus dem Rennen? Naja, bei Nässe macht die KI gerne mehr Fehler. Nicht im Sinne von, oh, Heck bricht aus, weil Traktionskontrolle hilft da schon. Zwar nicht gänzlich, aber schon sehr. Im Regen macht sie aber mehr Fehler, weil es halt schwieriger ist, sozusagen. Das ist ja Irvine, hallo. Ich krieg mal noch. Nein! So, 18.662 war unsere beste Runde, ne? Mal gleich gucken. So viele eine Runde Rückstand. Michael Schumacher, der einzige Ausgeschiedene. Welchen Fahrfehler. Bitter. Trulli auf der 2. Alesi auf der 5. Ferrari nimmt plus 1 Zähler mit. 10 Punkte für Williams, 8 für Jordan. McLaren 7. Oh, 18-1, 2-2 sogar. Oh, Heidfeld aber. 20 Dollar. Also war nicht so gut. Viel, viel langsamer. Aber schnell auf einer Runde sein. Auf einer Runde schnell sein macht nun mal nicht alles im Rennen. Überhaupt nicht. Und dass es im Trocknen richtig wild zugehen kann, das hat ja zum Beispiel die Spielberg-Folge mit Überschlag gezeigt. Ne? Insofern ist schon cool, wie dynamisch die KI einfach unterwegs ist. Was für Ränder einfach zustande kommen können. Und in der nächsten Runde, in der nächsten Folge, kommt wieder ein Rennen zustande. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.